Salve ragazzi und herzlich willkommen zu einem neuen Video unseres YouTube-Channels The Espresso Kitchen. Wir haben eine tolle neue Maschine von den Ferrarese-Jungs aus Darmstadt, aus der Heinrichstraße bekommen. Eine Espresso-Maschine der Firma Bellezza. Freut euch auf die Vorstellung. Also, los geht's! So Leute, da ist der kleine Chrombomber, das gute Stück. Die Bellezza Inizio Vuleva. Fangen wir von vorne an und langsam. Bellezza ist die Marke, die Jungs sind schon lange im Espresso-Geschäft, machen aber seit 2020 Espresso-Maschinen, beziehungsweise bringen sie seit 2020 auf den Markt. Das ist eine der ersten Maschinen, die zu kaufen ist, eine tolle Maschine. Inizio bedeutet Anfang, Vu steht für V, bedeutet Vibrationspumpe, die Maschine hat eine Vibrationspumpe und Lever heißt Hebel. Das ist das gute Stück hier, damit man weiß, wie man sie betätigen kann. Und jetzt gehen wir mal an die Sache ran. Ich würde euch jetzt erstmal sehr gerne zeigen, was alles mit dabei ist, wenn man die Maschine kauft. Denn ich finde, das Zubehör, was die Jungs mitliefern, kann sich echt sehen lassen. Ich habe hier mal alles draufgelegt. Ja? Wir haben echt einen sehr, sehr hochwertigen Tamper, muss man echt sagen. Ein tolles Teil, Edelstahl, sehr schön in der Hand und auch sehr, sehr schön und hochwertig gemacht. Also toll. Wir haben einmal einen, oh, der ist sogar an der Maschine noch dran, einen bodenlosen Siebträger für den Einserbezug. Wir haben einen Zweier-Siebträger in Edelstahl. Wir haben auch sehr, sehr cool, wir haben für den Milchaufschäumer, für die Lanze, haben wir verschiedene Öffnungen da. Wir haben eins mit zwei, eins mit vier Öffnungen. An der Maschine ist das mit drei Löchern. Wir haben ein Reinigungspinsel inklusive Behälter, wo man ja, das Reinigungsmittel quasi abmessen kann. Das ist, um den Sieb blind zu machen, um die Maschine zu reinigen. Es ist noch ein Aufkleber dabei. Ich gehe sehr stark davon aus, dass man den hier dran kleben kann, wenn man das möchte. Wenn man das möchte, wie gesagt, muss jeder für sich wissen. Nichtsdestotrotz muss man da schon sagen, cool, dass da so viel mit dabei ist und auch so hochwertiges Material mit dabei. So Leute, jetzt quassel ich aber auch nicht mehr über Zubehör, Name und Co., sondern jetzt gehen wir ins Wesentliche an die Maschine. Da ist sie. Ich muss sagen, sie macht einen extrem hochwertigen Eindruck und auch alles sehr schön und harmonisch. Sei es vom Kippschalter zum An- und Ausmachen, sei es von dem Manometer, einmal für die Dampflanze, einmal für den Espresso-Bezug, sei es einmal hier den La Lever, wie in dem Namen ja drin ist, der Hebel, um die Maschine zu starten. Das Schöne an dem Ganzen, also super gelagert, also es fühlt sich richtig toll an. Man merkt nicht, dass hier irgendwie was Mechanisches sich bewegt oder sonstiges, sondern man spürt, ja, es hört sich doof jetzt an, aber man spürt eine gewisse Eleganz. Es ist einfach, ja, ich könnte es den ganzen Abend echt machen. ist echt gut. Da haben sie sich was dabei gedacht, das Ganze zu lagern. Wir gehen weiter oben. Hier ist die Ablage für die Espresso-Tassen beheizt, logischerweise. Was ich sehr cool finde, ist diese Umrandung, die dafür da ist, denke ich jetzt, dass die Tassen halt nicht hin und her fallen. Wobei es optisch auch sehr, sehr cool ist. Was auch schön ist, wenn es einem nicht gefällt, dann macht er das ganze Ding weg und dann ist die Maschine ohne da. Ich habe mir das lange angeguckt, habe mir gedacht, okay, mit oder ohne. Ich muss sagen, ich würde sie so hier bevorzugen. Lasst uns weiter hier oben machen. Einmal die Öffnung für den Wasserbehälter. Einfach rauszunehmen, das ist der Wasserbehälter, Leute. Wie ihr seht, den kann man einfach mitnehmen und Wasser auffüllen, wenn man keine Kanne hat, um direkt vor der Maschine aufzufüllen. Finde ich, haben sie cool gemacht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann in der Kamera. Was ich auch sehr toll finde, das ist hier komplett zu innen drin. Das heißt, wenn Wasser neben dran kippt, dann ist das hier in einem Kunststoffbehälter. Ja, hat den Vorteil, dass jetzt kein Wasser an irgendwelche wichtige Elektronik oder so dran geht. Also auch cool mitgedacht. Obere Teil kann man abnehmen. Auch sehr toll, wenn man was reinigen möchte. Das machen wir mal alles wieder zu. Zack. Hoppala. Ihr seht, das geht auch ratzfatz. Hier der Halter, auch fein gemacht. Wir gehen wieder ein bisschen weiter runter. Hier haben wir die 2D-Hebel, einmal für Heißwasser, einmal für Dampf. Und dann würde ich auch direkt schon unten zur Bedienhalter gehen und euch zeigen, was die so bisher hat.
So Leute, da ist die Bedieneinheit und bei der ist es, die ist geil, weil die ist einfach und genau so muss es auch sein. Wir haben drei Einstellungsstufen, also drei Einstellungsmenüs, die wir einstellen können. Die funktionieren easy, einfach und schnell kommen wir rein. Die zeige ich euch jetzt und genau das ist das, wie es auch sein soll. Wir haben einmal die Anzeige für die Temperatur, wie ich sie vorab eingestellt habe. Wenn ich jetzt was verändern möchte, gehe ich auf Set. Wir haben hier die Präinfusionszeit, die geht bis 30 hoch. Ich lasse immer so auf 3. Wir gehen auch gleich etwas drauf ein, was diese Präinfusion bedeutet. Wir haben einmal, wie gesagt, die Temperaturanzeige, die kann man hier verändern in Plus und Minus. Und wir haben die Eco-Einstellung. Eco, was bedeutet das? Ich kann hier einstellen, nach wie vielen Minuten die Maschine ausgehen soll. Bedeutet, Eco 5 ist die höchste Stufe, ist aber dann, dass die Eco-Stufe raus ist, also sie geht nicht aus. Wenn wir bei 1 anfangen, das sind 35 Minuten, danach geht sie aus, dann 60 Minuten, dann 90 Minuten, 4 ist 180 Minuten und 5 ist aus die Maus. Das Ding ist dauerhaft an. Einmal wieder draufgeklickt, geht man raus, die Maschine arbeitet, perfekt. Man kann sie gut ablesen, sie ist an einer tollen Stelle, wo man sie sofort im Auge hat. Was sie noch kann, ist natürlich, sobald man den Espresso-Bezug anfängt, ist ein Timer drin, der quasi aufzählt, wie viele Sekunden der Espresso gerade brüht. Da kommen wir aber gleich dazu. So, dann lasst uns mal weiter gucken, was die Maschine noch so Tolles hat. Was ich richtig, richtig toll finde, ist den Behälter, den man hier einfach rausziehen kann. Ihr wisst nicht, wie nervig es ist, wenn man den so hoch oder runter drücken muss, wenn das voll ist. Weil normalerweise, also entweder leert man den jeden Tag aus oder es kann mal passieren, dass man vielleicht beim Reinigen der Maschine hier drin so viel Wasser dann drin hat, dass man es vorsichtig machen möchte, damit nichts rausläuft. Und da ist es so cool, dass man es einfach hier rausziehen kann. Baff, schüttet es aus und gut ist. Auch toll gemacht. Klar, das kann man rausheben zum Reinigen, perfekt, aber das ist selbstverständlich meiner Meinung nach. Ist jetzt keine Neuigkeit, aber das ist super gemacht. Der Siebträger, wie gesagt, der Einser ist bodenlos. Bodenlos hat natürlich den Vorteil, dass wir keine Zwischenkammer haben, das heißt keine Bitterstoffe, die sich ablagern beim zweiten, beim dritten, beim vierten Espresso, sondern da gleich den Genuss dafür haben. Hat aber den kleinen Nachteil, das muss man fairerweise auch dazu sagen, hier muss man den Espresso, den Mahlgrad, perfekt eingestellt haben, damit das Ganze nicht beim Espresso machen rechts und links und überall hinspritzt. Ja? Also da muss man ein bisschen Vorarbeit leisten, indem man alles super einstellt, aber danach hat man die perfekten Aromen komplett in der Espresso-Tasse. So, hier rein damit und ja, wenn man dann so ein Espresso hat, Hebel hoch, wie gesagt, ich liebe diesen Hebel, dann Präinfusionszeit. Die 3 Sekunden, die eingestellt worden sind und dann würde das braune Gold auch rauskommen. Präinfusionszeit, was ist das? Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Ist ein Thema für sich und würde euch sehr gerne ein Video dazu einzeln separat hochladen. Das nächste Video, verspreche ich euch. Hier in der Maschine nochmal, was ist es und was kann es? Ganz kurz gefasst. Oder andersrum gefragt, ist es überhaupt wichtig, sowas zu haben und braucht man das? Ich muss sagen, ich habe diese Maschine hier 2 Wochen bei mir gehabt zum Probieren und zu machen und zu tun und davor hatte ich nicht so wirklich Interesse an Präinfusion. Ich muss sagen, seitdem ich die Maschine jetzt benutzt habe und damit gespielt habe, habe ich großes Interesse daran. Ihr müsst euch vorstellen, ihr könnt extrem verschiedene Espresso-Sorten oder Kaffeesorten extrem fein mahlen und man bekommt trotzdem hier was raus, ja? Weil sonst ist es ja so, dass wenn man es zu eng malt, zu fein malt, dass da nichts rauskommt. Aber jetzt komme ich doch zu weit rein ins Thema. Also beim nächsten Video. So, Ragazzi, und da sind wir auch schon am Ende der Vorstellung angekommen. Ich wollte es kurz und knapp halten, euch die Maschine vorstellen, ohne großes Pipapo. Kurzes Fazit meiner Seite. Echt eine tolle Maschine. Die Maschine kostet roundabout 1500 Euro. Ab morgen steht sie auch wieder bei den Jungs in Darmstadt, in der Heinrichstraße, bei den Ferrarese-Jungs. Ich kann nur sagen, ich freue mich schon auf die neuen Maschinen von Bellezza, die neuen, die rauskommen werden. Sie bringen auch Mühlen raus, das ist eine der Mühlen. Da auch wieder Zubehör, toll mit dabei. Wir haben 2 verschiedene Deckel, einen in Schwarz und einen in Holzfarbe, Glasbehälter. Also ich glaube, wir können uns noch freuen auf sehr viele tolle Sachen von den Jungs. Also, nicht vergessen, Kanal abonnieren, guckt bei uns auf Instagram, folgt uns auf YouTube und ich freue mich schon, euch das nächste Video vorzuspielen. Bis bald, macht's gut, passt auf euch auf und bis dahin.